Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sammy ist am Reden. Zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und wir spielen wieder normal in der normalen Londoner Welt rum. Wir haben ja letztes Mal die erste Weltkriegsmission abgeschlossen. Jetzt mal gucken, was geht. Nun gut, B. Wer bist du und was hast du vor? Ich habe immer noch die falsche Taste für den Todessprung im Tuss. Ich möchte immer noch A drücken. Das hat sich noch so eingebrannt. Ja, ich hau ja wieder ab. Tja, wenn das nicht mein alter Freund Mr. Disraeli ist. Nun, Premierminister, welcher Ihrer Freunde will Ihnen in den Rücken fallen? Eindringling! Halte dich! Oh, Scheiße! Ich muss in der... Das doch früher, wo ich hin muss. Das Antikorruptionsgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Reform unserer Regierung. Wenn die Mehrheitspartei den Ausgang umstritten hat. Ach, Manu! Stirb! Doch einfach! Ich hätte gerne nochmal so Kurtisanen oder sowas. Womit man schön die Wachen ablenken kann. Deshalb dachten die Russen, sie hätten uns von unseren Linien abgeschnitten. Sehen Sie? Ein Schlagerkommandeur hätte sicher die Wachen. Tja, wenn das nicht mein alter Freund Mr. Disraeli ist. Nun, Premierminister, welcher Ihrer Freunde will Ihnen in den Rücken fallen? Das Antikorruptionsgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Reform unserer Regierung. Wenn die Mehrheitspartei den Ausgang umstrittener Abstimmungen diktieren kann, können wir uns kaum frei nennen. Wenn wir unsere Rechte nach und nach an die Gerichte abgeben, können wir uns aber auch nicht frei nennen, Sir. Das ist mal wieder typisch, Letzteren. Sie würden sich lieber selbst in die Zahnräder des Fortschritts werfen, als auch nur einen Hauch ihrer Macht abzugeben. Bei Gott, Disraeli, Sie sind ein Narr. Ich sehe nicht untätig zu, wie Sie die Privilegien des Parlaments durch den Schmutz ziehen. Nein, mit Sicherheit nicht! Eher zwingen Sie uns wieder unter das Loch der Tyrannei! Boah! Und wo wir gerade dabei sind, Mr. Gladstone. Wieso? Ich verstehe manchmal nicht, wieso das Spiel so ist, wie es sein sollte. Oder wie es ist. Dann stell ich mich mal hier dazu. Tja, wenn das nicht mein alter Freund Mr. Disraeli ist. Nun, Premierminister, welcher Ihrer Freunde will Ihnen in den Rücken fallen? Das Antikorruptionsgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Reform unserer Regierung. Wenn die Mehrheitspartei den Ausgang umstrittener Abstimmungen diktieren kann, können wir uns kaum frei nennen. Wenn wir unsere Rechte nach und nach an die Gerichte abgeben, können wir uns aber auch nicht frei nennen, Sir. Das ist mal wieder typisch, Gladstone.
Sie würden sich lieber selbst in die Zahnräder des Fortschritts werfen. Sie würden sich lieber selbst in die Zahnräder des Fortschritts werfen, als auch nur einen Hauch ihrer Macht abzugeben. Bei Gott, Disraeli, Sie sind ein Narr. Ich sehe nicht untätig zu, wie Sie die Privilegien des Parlaments durch den Schmutz ziehen. Nein, mit Sicherheit nicht. Eher zwingen Sie uns wieder unter das Joch der Tyrannei. Und wo wir gerade dabei sind, Mr. Gladstone, heben wir doch die Magna Carta auf und geben die Krone wieder den Stuarts. Was erlauben Sie sich, Sir? Nur weil ich die Regierungsgeschäfte nicht in den Händen von Richtern wissen will, erheben Sie solch unerhörte Anschuldigungen? Das muss ich mir nicht anhören. Dann entbinde ich Sie von dieser Pflicht. Guten Abend, Sir. Oh Gott! Was zum Teufel? Das wird wohl B sein. Den Spion rammen. Schön, Sie kennenzulernen. B? B? Mein Name ist Herbert. Und warum folgten Sie dem Premierminister? Oh, nur ein Auftrag, Sir. Ein alter Knacker bezahlte mich um... Was für ein Miststück. Oh ja. Eilenschützen des Scharfschützen. Des Scharfschützen ich weiß, dass Sie da oben sind. Obwohl man weiß, dass es eine Scharfschützin ist. Oder weiß man das so unbedingt? Ich weiß es nicht. Komm, schieß noch mal auf mich, meine Liebe. Mist! Aha! Er ist weg. Ich gehe lieber zurück. Hast du sie ja. Verdammt doch mal! Wo kommst du denn her? Ich komme aus Crawley, aber das ist unwichtig. Für wen arbeitest du? Ich kenne keinen Namen. Alter Mann, langer Bart, trug eine Art Uniform. Husaren vielleicht. Was hatte er vor? Bitte, er bringt mich um. Und ein Sturz von hier oben zerschmettert dir die Beine und schickt dich ins Armenhaus. Vor ihm kannst du noch fliehen. Es läuft morgen. Meine Leute sollen die Kutsche des Premierministers angreifen auf dem Weg zum Parlament. Perfekt. Cool. Very well, you've bested me. No point drawing this out any further. Ist mir scheißegal. Enough, enough! You've bested me. I yield, please accept my surrender. Ich kann sie noch töten. Ach, wie cool. Ne, für dich habe ich... Für dich habe ich keine Zeit im Moment. Wir müssen zur Kutsche des Premierministers. Dafür brauchen wir natürlich eine Kutsche. Aber vielleicht keine Polizeikutsche, sondern hier eine normale. Schlecht, wenn wir eine Polizeikutsche nehmen, glaube ich. Ja. Erstmal schön, dass wir die schnellste Strecke haben. Oh! Mhm. Was? Der hat soeben seine Farbe gewechselt. Finde ich irgendwie ziemlich gruselig. Hier leid alles nach. Sachte!
Sein. Naja. Nach oben. Hoch mit dir, mein Lieber. Na, komm. Und Goldruder Umhang. Natürlich spielen wir die. So viel zu einem Hausbesuch. Nun muss ich einen Weg in diese Kutsche finden. Einen Weg in die Kutsche? Scheiße! Ich hab freie Sicht auf ein Gewehr, Kumpel! Vielleicht können Sie mir sagen, wo Sie waren, als das hier passiert ist. Können Sie mir sagen, was hier vor zum Teufel ist? Der ist bestimmt schon Kilometer weit weg. Hey! Kommen Sie zurück! Bleiben Sie stehen, Sir! Scheiße. Das war keine so gute Idee. Das gibt es doch nicht. Wieso? Hat es nicht funktioniert? Ich hatte doch die perfekte Rauchbombe da geworfen. Was können Sie mir hierüber erzählen? Ein Gentleman würde so etwas nie tun. Betrachten Sie dies als Verwarnung. Verschwinde bloß, oder du handelst dir Ärger ein. Ich bin auf alles vorbereitet. Zeig dich, wenn du dich traust. Ja, verdammt, ich versuch's doch die ganze Zeit. So. Infiltrieren. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel sind Sie? Premierminister, ich bin der neue Leibwächter, Jacob Fry. Ich weiß nichts über einen neuen Leibwächter. Wer ist Ihr kommandierender Offizier? Lass den Burschen ausreden, Dizzy. Madam, verzeihen Sie. Aber Sie schweben in höchster Gefahr. Und die Polizei wollte keine Zeit verlieren. Gefahr? Welche Art von Gefahr? Diese Art. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden. Wo kommen die her? Deckung, Leute! Ja. Er ist so gut wie tot. So.
Hallo? Pack ihn! Das darf nicht wieder passieren. Hey. Du schlägst einen anderen Ton an, wenn ich mit dir fertig bin. Da kommen die nächsten. Dich werde ich mal ordentlich verdreschen. So. Gut. Also, was hat das? Nicht so schnell, Eure Exzellenz. Komm sofort zurück mit dem Premierminister! Komm! Ja, ich glaube, ich habe den sogar auf Kutsche geskillt. Das letzte Mal. Hey! Gut so, Mädchen. Weiter, Mädchen. So. Wie kann ich das Mädchen? Ich kann das. Wie kann ich den jetzt? So ist es. Ich kann die Kutsche rammen, aber das macht keinen Sinn. Und ich muss ja noch mit der Kutsche weiterfahren. Ah. Sind alle wohl auf? Wir scheinen es unversehrt überstanden zu haben. Das verdanken wir Ihnen, Mr. Fry. Das war Letzte und darauf verwette ich mein Leben. Das passt perfekt zu seinem ausgesprochenen Mangel an Charakter. Du bist das. Zeigen Sie sich, Letzte! Zeigen Sie sich, Sie verkommene Dreckschleuder! Er wird wohl kaum mit einem Knüppel vorne wegmarschieren, Dizzy. Weiter, Mädchen. So, wo müssen wir jetzt hin mit dem Wagen? Gletschturm, fahr zur Hölle, du Hundesohn! Vielen Dank. Was wollen Sie gegen Gladstone unternehmen, junger Mann? Ich versichere Ihnen, Madam Gladstone hat nichts damit zu tun. Aber er versuchte, meinen Mann zu töten. Nun, wir kümmern uns um Gladstone. Vielleicht könnten Sie mir bei einem anderen Problem helfen, Madam. Ein Gentleman mit Verbindungen zum Parlament. Älter, trägt eine Kavallerieuniform und einen langen Bart. Sie scheinen mir ein sehr direkter Bursche zu sein, Mr. Fry. Nun, ja, das bin ich ehrlich gesagt. Und Sie sind vertraut mit den armen Bezirken unserer Stadt? Ein wenig. Wundervoll. Rein zufällig wollte ich ohnehin einmal nach Devil's Acre. Wenn Sie mich begleiten würden, helfe ich Ihnen gerne bei Ihrer Untersuchung. Das klingt nach einer tollen Idee. Also abgemacht. Kommen Sie hierher zur Downing Street morgen Abend um Punkt 8 Uhr. Guten Tag, Mr. Fry. Aber... Schönen Tag noch, Mr. Fry. Ich glaube, der wollte nicht mehr noch ein... Ah, schade. Der wollte nicht noch einen Tag warten. Aber ich habe einen goldenen Umhang bekommen und so einen geilen Gürtel. Na. Ich benötige Level 9. Ich baue noch einen... Ah, ich kann jetzt auf Level 9. Und zwar, ich nehme mal, zack, ein Fahrer. Jetzt bin ich nämlich Level 9. Haha, cool. Das bedeutet,
könnte mir den neuen antiken Kurioki holen. Den Ding. Es gibt noch Level 10. Kann ich den überhaupt herstellen? Herstellungskosten 6000. Nein, kann ich nicht. Aber. Gut. Kann ich den herstellen? 9000. Nein, kann ich nicht. Schusswaffen. Ich nehme mal die bessere. Und ein Upgrade. Reflexschutz nützt nichts. Gürtel habe ich schon geguckt. Montur. Achso, ne, ich hatte ja diesen Umhang, den neuen. Farben ist auch alles okay. Ne. Schade. Nichts dabei. Gut, dann einmal zur Downing Street. Aber das machen wir nächstes Mal. Und bis dahin, hau rein.